dran, Strom rein, Wasser rein und schon ging es los. Wir konnten nach kurzer Zeit produzieren. Wir befinden uns hier in Gelnhausen bei der Firma Mikromaschinenbau. Mein Name ist Martin Dittrich. Ich arbeite mittlerweile 19 Jahre hier im Betrieb, habe 1999 angefangen zu lernen und bin jetzt der Fertigungsleiter. Die Firma Mikromaschinenbau besteht seit 1972. Damals war es noch, sage ich mal, eine kleine Lohnfertigung. Dann hat sich das über die Jahre hin entwickelt zu einem allgemeinen Maschinenbau bzw. Sondermaschinenbau. Wir fertigen Einzelteile bzw. Prototypen bis hin zu Kleinserien. Unser Leitspruch ist: Qualität verpflichtet. Danach arbeiten wir auch. Der Markt verlangt eine Flexibilität bzw. Schnelligkeit, weshalb wir uns für die Deutschmarkt entschieden haben. Früher haben wir unsere Teile von Zulieferern bezogen. Da diese aber stellenweise bis zu 14 Tage Lieferzeit hatte, sind wir jetzt mit der neuen Maschine viel flexibler und schneller aufgestellt. Ich bin der Jens Bernhard, arbeite seit 2004 in der Firma Mikromaschinenbau als Konstruktionsmechaniker, Fachgebiet Schweißtechnik. Habe vorher an einer Trennschneidmaschine mit autogenen Schneidbrenner gearbeitet, habe jetzt eine Plasmaschneidmaschine von Lingling Touchmate. Teile, die mir vorher lasern haben lassen oder Plasma schneiden lassen, die können wir halt jetzt schnell selber fertigen. Die Schneidmaschine kam komplett vormontiert, angeliefert, die haben wir aufgebaut, ausgerichtet, den Tisch gefüllt und konnten innerhalb kürzester Zeit die Maschine in Betrieb nehmen. Die ersten Teile konnte ich nach einem halben Tag programmieren und schneiden und es war eigentlich relativ einfach zu verstehen. Mit der Schnittqualität der Torchmate sind wir sehr zufrieden. Das spart uns eine Menge Nacharbeit und vor allem jede Menge Zeit. Die Knotenbleche, die Anschweißplatte und den Rammschutz haben wir zum Beispiel mit der Torchmate geschnitten und danach weiter bearbeitet.